Brücke der Hyperion, 11.23 Uhr Bohrzeit. Jimmy und Sir, Hollow. Der Adjutant, den wir ausgegraben haben, ist im Labor. Er ist jetzt fertig aufgeladen. Oh, wir können mit den Adjutanten sprechen. Sprich! Red mit mir, du alter Blecheimer. Was weißt du? Sie weiß alles. Benutzer identifiziert. Rainer, James, Ex-Marschall. Kolonie Masara. Mitglied der Terroristengruppe Söhne von Korhan. Status kriminell. Was? Von mir, Quatsch. Was schlummert sonst noch in deinem? Wir sind noch nicht kriminell. Benutzerstatus Krimineller. Zugriff verweigert. Okay. Du spielst also die Unnahbare, was? Wir werden das mag er, die Unnahbare. Das ist seins. Die Schiffsmesse der Perion. 21 Minuten später. Wir können bestimmt wieder irgendwas Neues anheuern und... Nein, gar nichts. Dann sprechen wir mit Typhus. Na, weckt das Erinnerungen, mal wieder einen Zug zu überfallen? Oh ja, wir haben den Shale Express damals bestimmt ein Dutzend Mal überfallen. Da wird es sentimental. Wie langweilig. Einmal hätten sie uns fast erwischt, als sie dazugelernt hatten und anfingen, bewaffnete Eskorten mitzuschicken. Die hatten nie einen dabei, der mit dir und deinem Adler mithalten konnte, Jimmy. Aber das hat die ganze Sache noch lustiger gemacht. Wie du jedoch Marshall werden konntest nach all dem, was wir damals abgezogen haben, das werde ich nie begreifen. So, dann gucken wir nochmal in die Nachrichten. Vermillion live. Meine Damen und Herren, jeden mit Abend Donny Vermillion. Ihnen die Nachrichten, so sachlich und fair wie nur irgend möglich. Ja, na klar. Heute Abend jedoch habe ich einen Kommentar vorbereitet. Man hat mich gefragt, wo genau der Unterschied zwischen unserem Anführer Imperator Mengsk und dem Verräter Jim Rayner läge. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Mengsk in seiner Jugend auch gegen die Regierung rebellierte und die Macht durch Gewalt und subversive Taktiken an sich gerissen hat. Warum soll es dann falsch sein, wenn Jim Rayner in gleicher Weise vorgeht? Nun, es gibt da einen Unterschied. Als Imperator Mengsk seine Revolution einläutete, bestand keine Gefahr für die Existenz der gesamten Menschheit. James Rayner hingegen betreibt seine Rebellion, während wir uns mit zwei Alien-Völkern im Krieg befinden. James Rayner, haben Sie denn kein Gewissen? Nein. Sollten jetzt nicht alle an einem Strang ziehen? Stellen Sie Ihre nichtigen Probleme hinten an, ihr während die Menschheit gegen diese Alien-Bedrohung um ihr Überleben kämpft. Am Rayners Strang ziehen. Alle haben Sie was zu meckern. Ja, wie immer. Alle meckern. So, wir gucken mal auf zum Labor. Gibt es da was Neues? Aber theoretisch, wir haben jetzt 3 Zerg-Forschungen. Nee. Da sind wir jetzt bei der 14. Da brauchen wir noch 1 Anti-Flächenangriff. Was gibt's hier Schönes? Depots. Kombiniert die Funktion. Geil. Ist das Raffinerien? Jo, gibt's hier irgendwo. Das Schiffe und Fahrzeuge regieren langsam Trefferpunkte. Das ist ja richtig geil. Das schließen wir einfach mal. Dann gucken wir zum Arsenal. Auf zur Konsole. Ja, die Cobra gefällt mir. Ich kann mir nur nicht alles böse leisten, oder? Doch, kann ich. Habe ich eine bessere Reichweite und 50 mehr Trefferpunkte. So, dann gucken wir zur Brücke und schauen uns mal die nächsten Missionen an. Ne, wir können noch mit Hornos sprechen. Ich habe nach einem Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Und, kam es mir raus? Glück bis jetzt. Schade. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. Er war schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger. Ich hab's ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Wenn Lebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Tja. Die Hand des toten Mannes. Wir haben eine Bevölkerung. Sehr gut. So, was können wir denn machen? Deadman's Port. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tasonis gefunden haben. Treffen Sie sich mit Colonel Orlan. Belohnung 120.000 Credits, 3 Forschungspunkte für die Protoss. Oder hier. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Kolonie beschützen. Eine ganze Weile lang ging alles gut. Die von Möbius wollen, dass wir noch... Ich würde sagen, wir machen mal die Haven auf brutal und starten die Mission.
Wieder ein kleines Video. Wir sind angekommen, Sir. Haben aber immer noch keinen Kontakt mit... Oh, oh. Sir, eine Flotte der Protoss befindet sich im Orbit. Sie stören jegliche Kommunikation mit der Oberfläche und es scheint, dass sie ihre Hauptwaffensysteme aktivieren. Die Protoss mag uns nicht. Matt, öffne einen Kanal zu den Protoss. Wollen doch mal sehen, wie es bei denen heute mit Diplomatie aussieht. Entaro Tassada, James Rayner. Ich bin Exekutorin Selendis. Eure Tapferkeit und die Dienste, die ihr Ayur erwiesen habt, sind uns wohl bekannt. Entaro Tassada, Selendis. Hör mal, bei allem Respekt, aber eure Flotte muss sich zurückziehen. Die Menschen auf Haven stellen keine Gefahr für euch dar. Unsere Beobachter haben bei den Kolonisten eine Infektion mit Zerg-Sporen entdeckt. Okay, das ist schlecht. Eine Reinigung muss vollzogen werden. Solltet ihr wünschen, diese Aufgabe an unserer Stelle zu übernehmen, so werden wir dies erlauben. Jim, ein paar meiner Leute mögen befallen sein, aber du kannst doch nicht zulassen, dass die Protoss sie alle auslöschen. Ich weiß, ich werde ein Heilmittel finden, wenn du die Protoss nur aufhalten kannst. Die einzige Heilung einer Zerg-Verseuchung ist der Tod. Kraft des Feuers. Ihr wisst, dass das wahr ist, James Rayner. Ich kann sie heilen, Jim. Glaub mir. Na, bin mal gespannt. Solltet ihr euch uns entgegenstellen, werden wir uns in einer glorreichen Schlacht begegnen. Es liegt bei euch, James Rayner. Wir erwarten eure Antwort. Buh, Kolonie, sollen wir Kolonie beschützen? Jetzt können wir uns hier noch was aussuchen. Zergforschung oder Protoss-Forschung? Wollen wir jetzt sie enttäuschen? Wir werden wohl die Kolonie beschützen. Ich werde nicht mit ansehen, wie ihr eine ganze Kolonie auslöscht, Selendis. Nicht solange die Chance besteht, sie zu retten. Es wird eine Ehre sein, euch im Kampf zu begegnen. Euer Ruf als Commander eilt euch voraus. Dankeschön. Ich bezweifle nicht, dass ihr ihm gerecht werdet. Genau. Auch auf brutal. Danke, Jim. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, da sind wir doch da. Meine Leute verdienen es nicht, einfach ausgelöscht zu werden. Wir werden sie retten. Ich werde ein Heilmittel finden. Na, hoffentlich. Jim, die Protoss kommen der Kolonie immer näher. Ein Mutterschiff. Meine Leute haben keine Chance. Und viele Flieger. Wir müssen die Purifier zerstören, bevor sie alles ausradiert. Bring alle in die Hauptbasis, Ariel. Wenn die Purifier soweit kommt, sind wir geliefert. Naja, wenigstens können wir uns darauf verlassen, dass sie systematisch vorgehen. Sie werden die Siedlungen eine nach der anderen niederbrennen. Du weißt auf jeden Fall, wie man sich am besten aus keinem Kampf raushält, Cowboy. Ich habe hier was, was dir helfen wird. Vikings. Ich hatte noch was gut bei jemandem und habe uns die Baupläne für den Viking ergattert. Denk dran, sie können sich von einem Jet in einen Kampfläufer verwandeln. Ziemlich raffiniert. Jim, die Purifier zieht einigen Nexus der Protoss Energie ab. Ihre Schilde sind völlig undurchdringlich. Wie kann man so etwas nur aufhalten? Das geht. Ganz einfach. Zuerst nehmen wir diese Nexus auseinander, dann schalten wir die Purifier aus. Nexus. Keine Sorge, Ariel. Wir werden sie aufhalten. Nexus? Nexus ist dann die Mehrzahl, okay. So, und da geht's auch schon los. Ein sicherer Hafen. Gehen Sie an der Purifier auf den Weg, bis sie alle drei Nexi zerstört haben. Nexus, Nexus hieß es ja, nicht Nexi. So, wir bauen noch einen Viking. Ich habe die verschiedenen Nexus geortet, die Energie in die Schilde der Purifier leiten. Tut mir ja leid. Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. Nehmen wir schon mal hier das Upgrade. Hier noch den Wegpoint. Und da wollen wir WBS produzieren. Einige der Kolonisten haben es nicht. Denn Makro geht vor Micro. Wir sollten uns darauf vorbereiten, auch in der Kampagne zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. So, dann machen wir drei in Schleife. Dann fliegt ihr mal los. Wie gesagt, wir haben müssen zwei Kolonien retten, bevor das Schiff die zerstört, also die Purifier. Dazu zählt aber auch unsere Kolonie. Also müssen nur die und die überleben. Dann müssen noch drei Schiffe entkommen. Das heißt, das Schiff und das Schiff. Wir müssen halt einfach nur die Schiffe von der Protoss zerstören, die dann dahin fahren. Und dann die Mission abschließen.
Und dann warst du es eigentlich schon. Und dann halt natürlich die Pyrofeuer zu stören. Aber da hat man eigentlich genug Zeit für. Da ist noch ein Phoenix. Fokussen. So, ein bisschen Micro muss man auch haben, ne? Ein bisschen. Micro und Makro ist alles. Aber mit sehr guten Makro hast du so viele Einheiten hier. Egal. So, und dann einfach nur das Teil zerstören. Müssen nur alle rankommen. Bauen wir weiter. Gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Depots. Nicht genügend Mineralien. Bauen wir noch ein Depot. Nicht genügend Mineralien. Wenn ihr fertig seid, dann wieder zurück. 1-0 ist gleich durch. Das ist gleich fertig. Ein Viking könnte ich noch gebrauchen. Wir können dir etwas machen. Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen dieses Schiff aufhalten. So, sehr gut. Ihr könnt wieder starten. Fliegt so rum, dann wird er nämlich hier geheilt. Wir könnten dir etwas Hilfe gebrauchen. Ich muss mit den F2 aufhören. Ihr seid zwei. So, 1-0 haben wir durch. Wir brauchen ein paar im Gas. Ihr drei repariert mal. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. Dann feuert sie halt. So, wenn die dann gefeuert hat, kommen die ersten Protoss-Flieger nach da. Da müssen wir dann mit unseren Vikings hin. Nicht genügend Mineralien. An die Mission kann man irgendwie noch gut erinnern. Aber ich muss dann nachher auch noch die zweite machen, also die zweite Option. Wenn ich die Kolonisten alle töten möchte. Wir können nicht reparieren, weil der da drunter steht. Okay. Ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen hier. Wenn wir sie nicht aufhalten, wir sind die unterwegs. Kolonisten verloren. Abgeben dahin. Und eine Barrack bauen. Warpix holen. So, das sind zwei Träger. Oh, das müsste eigentlich gehen. Einem Viking verloren, es geht. So, wir lassen dann noch Ressourcen da einmal frei. Die Kolonisten haben die erste Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. So, dann geht's hier hin. Die Kolonisten haben ein paar Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Ein paar Vikings noch bauen. Wir sollten sie mitnehmen. Mopics holen. Ja, die Post bauen. Und nicht kommt noch was? Benötige weitere Depots. Verstanden. Kann's kaum noch erwarten. Schlechte Neuigkeit. So, du kannst hier mal reparieren. Du baust mal noch einen Reaktor dran. Ja, richtig geil platziert. Da hättest du gemusst. Wir nehmen das 2 Upgrade noch. Benötige weitere. Noch ein paar mehr davon. Basis wird angegriffen. Ja, und der ist so schnell tot gewesen. So, dann nehmen wir auf jeden Fall noch eine Barrack. Wir spielen einfach mal Tree-Rex. Noch ein Depot dazu. Nicht genügend Mineralien. Du baust ja auch noch Depots, einmal frei. So, du mit auf die 3. Noch ein paar Medics. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Kam noch ein Viking, einmal frei. Nicht genügend. Kann ich mir gleich die zweite Base holen? Nicht genügend. Ich kann auch noch ein bisschen warten. So, bau noch ein paar mehr WBFs. 91 Supply, das sollte dann erstmal reichen. Noch ein paar Vikings. Die Protoss sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. Reaktor dran für mehr Vikings und wir gehen einfach mal los. Jawohl, worauf soll ich ballern? Kommt noch was? Holen uns schnell die zweite Base. In Ordnung. Bereit machen, Jungs. Hier noch ein Reaktor dran. Mit auf die 3. Und dann die Armee und los geht's. Gleich!
Unverständlich! Los, los, los! Erweiterung fertiggestellt. Verstanden! Die kaufe ich mir! So, dann haben wir die Base auch geholt. Und noch ein Nexus zerstört. Und brauchen aber mehr Medics. Energieausstoß hat seinen Höchststand erreicht. Die Protoss werden die zweite Koloniebasis zerstören. Worauf soll ich ballern, Sir? Da fällt die zweite Base. Und wie gesagt, das zählt ja auch noch als Base. Also kein Problem. Wenn die und die überlebt, auf Brutal eigentlich auch. Kein Ding. Wenn drei überleben, dann wird es schon ein bisschen creepy. Wir brauchen mehr Depots. So, dann bauen wir noch ein paar. Das ist auf jeden Fall zu viele. Also, eins versus eins, ne? Near Qun. So, die müssen wir uns jetzt schnell holen. Selbstverständlich. Aber sicher. Durchgeladen und so, dann kriegen wir hier noch ein paar Ressourcen. Vielen Dank. Bauen noch mehr Marines. Gehen nach Hause, werden gleich einmal angegriffen. Je nach jedem, wenn es evakuiert würde, wirst du angegriffen. Das ist immer so. Wir nehmen einfach mal noch Upgrade-Gebäude. Nee, brauche ich gar nicht. Bauen wir Depots. Benötigen weitere Depots. Kommt noch was? Denn da kommt gleich die nächste Welle. Nicht genügend Mineralien. Die uns angreifen will. Bin für die Schlacht geboren. Kann's kaum noch erwarten. Gut. Durchgeladen und entsichert. So, da müsste noch eine Welle von irgendwo kommen. Los, los, los! Das gefällt mir. Wird's gemacht. Oder doch nicht? In Ordnung. Anscheinend nicht. Wir bauen noch ein paar Vikings. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Doch, da sind sie. Alle hochheilen. Nicht genügend Mineralien. So, hier runter, du kannst mit meinen. Jetzt geht's rund. Noch ein paar Warpicks holen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und dann gehen wir da lang. Hier lang, dort lang, dort lang. Dort lang, dort lang. Jo. Ich bin noch schon dabei, töte alles. Geh doch nur einfach da lang jetzt. Ich stimme euch, Kevin, noch nicht beeilt. So, brauchen dann wieder auf jeden Fall noch mehr Truppen. Nicht genügend Mineralien. Truppen kann man nie genug haben. Kaum noch immer mit der Ruhe. Die Vikings können schon mal schon drauf. Sich das hier holen. Und die Träger. Durchgeladen und entsichert. So, und zurück. Vikings zurück. Bereit machen, Jungs! Warum nicht? Roger! Kann's kaum noch. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit! Boah, diese Storms. Stormy muss tot. Stormy muss sterben. Wird gemacht! Ich kümmere mich drum. Nicht genügend Mineralien. Ja, wir doch, wir haben noch Heilung. Das heißt, wir können da stehen bleiben. Die Schilder der Purifier haben keine Energie mehr. Greifen Sie sie jetzt an. Ja, machen wir gleich. Bleib cool. Erstmal hochheilen. Worauf soll ich ballern, Sir? Warnung. Protoss Geschwader im Anflug auf letzte Kolonistensiedlung entdeckt. Und die holen wir uns noch schnell. Ei, ei, Sir. Mach die alle. Immer mit der Ruhe. Auf sie! Durchgeladen und entsichert! Wird gemacht! Kann's kaum noch haben! Kommt noch was? Jetzt geht's rund! Dann machen wir hier auf die Purifier. Worauf soll ich ballern? Vielen Dank! Die
Diese Protoss hätten uns fast erwischt. Und dann müsste es eigentlich soweit sein, dass die Mission vorbei ist. Ja, viel zu viel Gas, viel zu wenig Minerals. Nicht genügend Minerals. Ja, wir können hier das noch alles einholen. Dann können wir noch viel, viel mehr Marines bauen. Und brauchen noch mehr Depots. Nehmen wir noch mal 3 Depots. Nicht genügend Mineralien. Ja, splitten wir euch ein bisschen. Mehr Vikings. Nicht genügend. Naja, keine Depots mehr. Und not enough Minerals. Nicht genügend Mineralien. So, los, komm, Vikings, Vikings, Vikings. Benötige weit nicht genügend Mineralien. Benötige weit Depots. So. Puh, die Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Kannst du doch? Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Und stimmen und schießen. Und da ist das Mutterschiff down, die Purifier. Mission erfolgreich abgeschlossen. Protoss ziehen sich zurück. Du hast es geschafft. Dann werde ich als nächstes die Mission spielen, wenn ich die vernichten muss. Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als berechtigt erweist. Na klar, der ist immer berechtigt. So, wie gesagt, Erfolge müsste ich ja, die hatte ich alle schon. Wir haben es aber auch brutal geschafft. Einheiten verloren 77, Kolonie Außenposten gerettet 2. Wie gesagt, das sind die beiden, unsere Heimatbase und der zweite. Freigeschaltete Zergforschungen, 3 Stück, sehr gut. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.